Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Nightfall. Was war denn das? So, wir begeben uns weiter auf lustige Suche nach, ich weiß nicht so genau, nach dem Spielzeug. Und das ganze Spiel nochmal von vorne. Ist natürlich kacke, wenn das so dunkel ist. Das macht die Suche nicht leichter. Achso, nee. Der irritiert mich, der Zettel. Aber wir gehen einfach nochmal jeden Raum durch. Irgendwo wird schon was zu finden sein. Vielleicht auch Batterien. Wäre auch cool. Genug einstellen für euch, dass man es sieht. Was war denn das? War das die Klospülung? Hier? Sie ist schon knuffig. Ach komm, wenigstens Batterien. Komm, wir nehmen einfach Mamis Lieblingsspielzeug. Vielleicht funktioniert das ja auch. Ich glaube nicht. Wie ärgerlich. Okay, hier auch nicht. War hier nicht irgendwo eine Kerze? Das bringt es total. Warte mal. Das ist ein bisschen besser. Ja. Oh, sehr schön. Und jetzt, ja, mein Fuß.
Die muss ich gleich nochmal öffnen, das sah komisch aus. Ja, es sah aber auch nur so aus. So, was ist denn los hier? Ach, Blase. Sparen. Sorry. Dann kann ich Kerzen anzünden. Ist das nicht toll? Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, wonach ich suchen soll. Und der letzte Zettel, ich glaube, das hat nichts mit dem Spielzeug zu tun. Da klingelt das Telefon wieder. Ich ignoriere es. Denn letzten Endes ist da eh nichts. Möchte ich nicht in den Backofen stecken. Nö, davon hast du auch gar nichts. Geht ja eh nicht. Ich brauche ein Spielzeug. Ein Spielzeug. Spielzeug? Hier? Nein. Ich denke mal, das ist eine Kerze. Hier? War das Feuer auch schon da drin? Hier? Das ist auch echt blöde zu erkennen. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Prost! Willen. Mach doch nicht sowas. Oh. Wir wissen genau, dass sie das waren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie elenden Wichser zur Strecke gebracht haben. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, Zeit? Ich habe eine Menge Zeit. Ja, den hatten wir schon. Entschuldigung. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ich dachte, der wäre neu. Ist er aber nicht. Alter. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ja.
Sie hat schon 10 Streichhölzer. Wo zur Hölle ist dieses Spielzeug? Und was suche ich eigentlich? Entschuldigung. Und das war's nur nicht. Alter! Was ist denn dein Problem, Mann? Was soll denn das? Oh, sorry. So, weiter geht's. Entschuldigung, aber das musste sein. So ist das nun mal. Auch wenn es doof ist während der Aufnahme. Also ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht doof. Es gibt nun mal Dinge, die haben Vorrang. Dinge. Ach, Manno, wo ist denn das Spielzeug hin? Sag doch mal. Geh nochmal nach oben. Lauf, die Mira ist eilig. Telefon. Ja. Und es leckt wieder ohne Ende. Warum dieser Schein? Och nö. Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Könnte es einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Harrison geben? Hi. Hi. Alter, geh mal von Jerrys Käfig runter. Würdest du das denn finden, wenn ich mich einfach auf dein Haus setze? Hallo? Ah, die nächste. Wie viele waren's? 2 unten noch. Na, das ist ja reizend. Armer Jerry. Hi. Wollen wir zusammen Party machen, ja? Wisst ihr, mir ist irgendwie gar nicht so danach. Ah! Please. Ich will hier nicht mehr rauchen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Haha.
Ist gar nicht haha. Ist nicht lustig. Kann ich mit denen interagieren? Nein, kann ich nicht. Ich brauche eine Diskette, um den Computer ja, Herzchen, du zu brauchst hiernach ganz dringend psychologische Hilfe. Ich finde es so schnuckelig. Also das Lachen. Yo. Spielzeug? Ha? Nein? Okay. Musik ist schön. Ich mag es, wenn Mama singt. Aber wenn sie nicht zu Hause ist, dann mache ich Musik mit meiner Spieluhr. Manchmal drehe ich auch an der Uhr, wenn Mama da ist. Dann singen beide zusammen. Das ist am schönsten. Manchmal macht sogar Vincent mit. Vincent? Spieluhr? Also suchen wir danach. Und das ist keine Spieluhr. Aber vielleicht finden wir sie hier, ja? Bei Musikzimmer. Ah, oder auch nicht. Ja, okay. Nee, den hatten wir schon. Yay! Meins. Tschüss. Lach du nur. Ich habe es geschafft. Damit sollten die Seelen der Kinder wieder frei sein. Und der Albtraum ist vorbei. Tja, dem ist wohl so. Und das war's dann auch schon mit The Nightfall. Und schön, dass es jetzt nochmal ordentlich leckt. wobei, es geht gerade. Es hält sich im Rahmen. Ich muss gestehen, zum Schluss ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Also es mit den Puppen, das war nochmal gut. Aber ja, so vom Horror-Feeling her. Ich habe jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Verfolgungsjagd mit dem Clown erwartet. Keine Ahnung, Mann. Weiß ich ja nicht. Ja, aber dem war dann ja nicht so. Und dann hatten wir es ja doch eher mit irgendwelchen Poltergeistern zu tun. Oder mit einem Poltergeist, ich weiß nicht genau. Aber sonst gar nicht schlecht gemacht. Mir hat Spaß gemacht. War schön, mal wieder Horror zu spielen. Ja, und sonst
Habe ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Die Batterien hätten ein bisschen länger halten können. Ja, aber sonst war okay. Hat Spaß gemacht. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem LP. Und wenn ihr mögt, ja, zu einem anderen LP. Bis dann. Tschüssi. Let's go.